Hallo und herzlich willkommen zur Lichtarbeit am Montag in der Diana Cooper School of White Light. Ich bin Gabriele Bucher und Lehrerin der Schule. Ich will dir heute eine kurze Visualisation zeigen, die dir ermöglicht, deine Chakren alle zu öffnen und zu energetisieren mit der Hilfe von Erzengel Sandalphon. Als ich diese Visualisation bei Diana kennengelernt habe, war ich sofort begeistert. Sie ist leicht, kurz und sie bringt dich sofort in höhere Schwingung. Du kennst Erzengel Sandalphon als Hüter des Erdsteinchakras, der uns mit dem kristallinen Herzen von Lady Gaia verbindet. In dieser Visualisation ermöglicht er es uns, alle Chakren zu öffnen und in die fünfdimensionale Schwingung zu setzen, indem er den silbernen Energieball unter deinen Füßen energetisiert und berührt und ihn dann über alle deine Chakren hinaufführt. In diesem fünfdimensionalen Lichtball oder Hülle kannst du höhere Entscheidungen treffen, die dann dein Leben verbessern und erleichtern. Du kannst Erzengel Sandalphon auch bitten, eine solche Lichthülle über eine andere Person zu setzen oder über viele andere Personen. Er wird dies dann in seiner Gnade tun und zum höchsten Wohle aller Menschen. Lasst uns jetzt beginnen. Mach es dir bequem. Spüre deine Füße auf dem Boden und schließe sanft deine Augen. Entspanne dich, während du ein- und ausatmest. Der Einatmen bringt immer wieder das goldene Licht der Liebe zu dir. Ausatmend lässt du mehr und mehr los und entspannst dich. Bis du zentriert bist und vollkommen bei dir angekommen. Bitte nun Erzengel Michael, seinen dunkelblauen Mantel um dich zu legen, zu deinem Schutz. Spüre nun mit deiner ganzen Aufmerksamkeit in dein Erdsteinchakra. Und lass die Wurzeln aus deinen Füßen tief in die Erde wachsen, bis zum Kristall in der Hohlerde. Winde deine Wurzeln dreimal um den Kristall, sodass Lady Gaia deine Verbundenheit zur Erde wahrnimmt und dir Liebe über die Wurzeln zum Erdsteinchakra sendet. Über deine Beine fließt die Energie weiter in deinen Bauch, in den Brustraum und in dein Herz, in deine Arme und Hände und in deinen Kopf. Höher und höher hinauf, bis in das weiße Licht der schöpferischen Quelle. Dort tauchst du in das Licht ein und verbindest dich mit der schöpferischen Quelle. Die Quelle erkennt dich in deinem höheren Selbst und antwortet dir sofort, und sendet dir ihre bedingungslose Liebe. Die Energie fließt zu dir und tritt am Kopf ein, um dich zu durchströmen. Im Kopf, im Hals, im Oberkörper, im Bauchraum, in die Beine, in die Füße und deine Wurzeln hinein,
die dich mit dem kristallinen Herzen von Lady Gaia verbinden. Du bist jetzt gut verankert mit der Erde und angebunden an die schöpferische Quelle. Spüre dich in dieser Verbindung von Himmel und Erde. Nimm jetzt das Erdsternchakra als ein silberner Energieball unter deinen Füßen wahr. Bitte Erzengel Sandal von zu dir, diesen wunderbaren Erzengel, dieses großartige Wesen aus silbernem Licht. Fühle, spüre oder nimm wahr, dass er da ist. Bitte ihn, deinen Energieball des Erdsternchakras zu energetisieren und über dich zu hüllen. Er berührt dein silbernes Chakra, um es zu aktivieren. Der silberne Energieball unter deinen Füßen wird weiter und als er sich ausdehnt, öffnet er sich. Sandalfon zieht nun den silbernen Energieball nach oben über dein Basischakra, weiter über dein Sakralchakra, dein Nabelchakra, dein Solarplexus. Dein Herz weitet sich, als der Energieball sich um dich hüllt. Er hüllt dein Halschakra ein, und dein drittes Auge, dein Kronenchakra, dein Kausalchakra, den Seelenstern und das Sternentorchakra. Spüre, fühle oder nimm wahr, wie die Schwingung ansteigt und alle Chakren geöffnet sind. Du bist im fünfdimensionalen Zentrum dieses fünfdimensionalen Energieballs. In diesem Moment strahlst du fünfdimensionales Licht aus und du kannst fünfdimensionale Entscheidungen treffen. Jedes einzelne Chakra in diesem Energieball ist in diesem Moment offen für höhere Möglichkeiten. Für Frieden, weise Entscheidungen, liebevolle Aktionen, Toleranz, Mitgefühl, Gefühle der Sicherheit, des Vertrauens und Einsseins. Verweile einen Moment bewusst in dieser hohen Schwingung. Während du in diesem fünfdimensionalen silbernen Energieball stehst, denke an einen Ort oder ein Land in der Welt, dem du helfen willst, und bitte Erzengel Sandalfon darum, die Erdsternchakra jeden einzelner Person an diesem Ort in Gnade zu berühren und sie in einen fünfdimensionalen Energieball zu setzen. Und für diese Zeit, und sei es nur für einen Moment, hat jeder fünfdimensional geöffnete Chakren. Das Erdsternchakra entfacht und öffnet alle Chakras, und die silberne Energie hüllt jede einzelne Person ein, die es erlaubt. Dies hält sie alle für so lange wie möglich in fünfdimensionalem Bewusstsein,
Wenn du dich auf diesen Ort einstimmst, siehst du, dass er voll mit fünfdimensionalen silbernen Lichthüllen ist, die die Menschen umgeben. Schließlich fragt dich Erzengel Sandalfon, ob du noch einer einzelnen Person einen silbernen Energieball in Gnade geben möchtest. Nenne den Namen des Menschen. Jetzt. Vertraue und es wird geschehen. Danke, Erzengel Sandalfon. Sei dir bewusst, dass du weiterhin in diesem fünfdimensionalen silbernen Energieball des Friedens bist. Mit dieser Energie kommst du langsam zurück, von wo du gestartet bist. Spüre deine Füße am Boden, bewege dich etwas und wenn du so weit bist, öffne deine Augen. Alles Gute für dich und eine wunderschöne Zeit in der silbernen Energie von Erzengel Sandalfon.